Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Heute mit meinem persönlichen Jahreshighlight, dem neuen Toyota Land Cruiser. Wir haben alle super lange gewartet auf die Autos. Endlich sind die ersten Autos jetzt da. Und ja, ich bin mega begeistert. Ich bin ein großer Fan. Ich habe auf das Auto sehr lange hingefiebert. Habe das schon mitverfolgt vor einem Jahr, als sie das Auto vorgestellt haben. Und habe einfach nur darauf gewartet, dass die Autos endlich in Europa auf die Straßen kommen. Und für den Kunden, also für Sie zu Hause vor dem Bildschirm, zu haben sind. In den USA war der Marktstart ja schon ein bisschen früher. Auch in Dubai oder in den Arabischen Emiraten. Und jetzt endlich, wie gesagt, mit COC-Papier, mit europäischer Zulassung auch bei uns erhältlich. Was steht hier hinter mir genau? Das ist der neue Land Cruiser in der Tech Edition. Jetzt werden viele sagen, die das Video weiter verfolgen, ja, aber der hat doch gar kein Panoramadach, das kann doch gar keine Tech Edition sein. Doch, ist es sehr wohl, denn die ersten Tech Edition wurden leider ohne Panoramadach ausgeliefert. Toyota hatte da Lieferschwierigkeiten und hat dann auf das Panoramadach verzichtet. Alle anderen Merkmale, wie die Echtledersitze, wie den Head-Up-Display, wie die verschiedenen Fahrmodi, den Crawl-Modus und alle anderen Einzelheiten, die der Tech Edition zustehen, wie auch diese wunderschönen 20 Zoll Alufelgen, hat dieses Auto. Es fehlt also nur das Panoramadach. Die nächsten Autos, die wir reinbekommen, haben dann auch das Panoramadach. Also für die Leute, die sagen, wenn ich mir so ein Auto kaufe, möchte ich darauf nicht verzichten, sind wir natürlich auch gerüstet. Das Auto hat nach wie vor einen 2,8 Liter Dieselmotor, den Motor, den wir auch schon aus dem Hilux kennen, mit 150 kW, 204 PS. Und natürlich mit einem Allradantrieb. Ansonsten ist so erstmal ja, die Front zu erwähnen. Wie gesagt, hier bei der Tech Edition haben wir die eckigen Scheinwerfer. Viele waren der Meinung, jeder Land Cruiser kommt mit runden Scheinwerfern. Das ist natürlich nicht ganz korrekt, denn die runden Scheinwerfer sind das Alleinstellungsmerkmal der First Edition. Die First Edition ist limitiert. In Deutschland gibt es rund 300 Fahrzeuge. In verschiedenen anderen europäischen Ländern gibt es dann eine jeweils andere Anzahl für die First Edition. Ist Geschmackssache. Ich persönlich mag die Lichter mehr. Manch andere sagt, hey, aber so in Sachen Klassik, Historie, sind natürlich die runden Lichter wesentlich schöner. Wie gesagt, reine Geschmackssache. Ansonsten haben wir hier das Dunkelgrau. Innen haben wir dann schwarzes Leder, Farbkombination, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Es gibt natürlich auch noch Schwarzmetallic, Sand, dann haben wir Avantgarde Bronze und natürlich auch noch braunes Leder, was wir dann zusätzlich noch bestellen könnten. Das Auto verbaut mit einer 360-Grad-Kamera und allen Assistenzsystemen natürlich. Das heißt, wir haben hier Spurhalteassistent, Spurwechselassistent und wie gesagt im Gelände oder auch fürs Einparken die 360-Grad-Kamera natürlich optimal. Wenn wir dann weiter hier rumkommen, einmal mit der Kamera, sehen wir auch hier nochmal die wunderschönen Anthrazit gehaltenen 20 Zöller, die auf dem Auto fast schon klein wirken, dadurch, dass das Auto einfach so groß ist. Wir haben hier jetzt anders wie beim Hilux auch die ganz normale Chassis-Bedienung, sprich ich leg meine Hand in den Türgriff, das Fahrzeug öffnet und wenn ich den Türgriff von außen anfasse, dann verschließt das Fahrzeug. Beim Hilux war es noch ein bisschen altmodisch mit dem Knopf. Dann natürlich elektrische Spiegel, die sich dann jeweils an- und ausklappen, wenn das Fahrzeug geöffnet oder verriegelt ist. Dann schwenken wir mit der Kamera einmal ins Interieur. Wie gesagt, wir haben hier die Echtledersitze, die vorne beheizt und belüftet sind und sich einfach sehr, sehr gut anfühlen. Wir haben verschiedenste Verstellmöglichkeiten, alles natürlich elektrisch. Und in der Fahrertür haben wir dann natürlich auch noch den Knopf für die Memory-Funktion. Genau, der ist hier so ein bisschen versteckt bei dem Auto und anders wie bei Premium-Herstellern wie Mercedes oder BMW gibt es hier nur zwei Positionen, die ich speichern kann und nicht drei. Ansonsten, bei dem Auto braucht man wirklich die Trittstufe, um gut reinzukommen, um bequem reinzukommen. Dann begrüßt mich hier das neu designte Lenkrad. Wir haben hier alle möglichen Funktionen mit dabei. Auf der linken Seite bedienen wir das Bordmenü, die Telefontaste.
und die Lautstärke, und auf der rechten Seite findet sich mein Kontrollzentrum für die ganzen Assistenzsysteme. Den Abstandstempomat, den Spurhalteassistent und natürlich auch den Tonwinkelassistenten kann ich hier rüber steuern. Wir springen gleich nochmal komplett in den Innenraum, dann mache ich das Auto auch einmal an, dass wir auf die Infotainment-Systeme ein bisschen weiter eingehen. Natürlich auch auf den Head-Up-Display, der hier verbaut ist und der bei so einem Auto natürlich auch durchaus Sinn macht. Dann würde ich sagen, schauen wir einmal hinten rein. Sie sehen, selbst ich mit meinen langen Beinen habe so ein bisschen Schwierigkeiten bei der Höhe rein und raus zu kommen. Deswegen ist das Trittbrett relativ hilfreich. Hinten haben wir auch relativ viel Platz. Die Tür ist zwar relativ klein, aber wenn man erstmal drin sitzt, sitzt man auch sehr gut. Der Sitz war vorne für mich komfortabel eingestellt. Ich habe hier auch noch genug Beinfreiheit, sitze relativ hoch und gerade, habe aber trotzdem noch genügend Kopffreiheit. Und was natürlich traumhaft ist, ich sitze in der zweiten Reihe von einem SUV und habe belüftete Sitze. Kriege ich bei keiner G-Klasse, kriege ich bei keinem GLS, bei keinem X7, ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Sitzheizung ist natürlich auch mit dabei. Ich habe hier meine Klimazonen, die ich einstellen kann. Das ist alles optimal. Dieses Auto im Spezifischen ist ein Siebensitzer. Das heißt, ich kann hier den Sitz umklappen und kann dann die Sitze im Kofferraum benutzen. Darauf würde ich gleich nochmal eingehen. Dafür machen wir einfach mal den Kofferraum auf. Weiteres Feature, bevor ich in den Kofferraum reingehe, was viele Leute sehr, sehr schätzen und was ich persönlich auch sehr cool finde, ist, dass wir hier das sogenannte Split-Tailgate haben. Sprich, wir können hier oben einfach nur die Heckklappe aufmachen. Und wenn dann hier der Hund drin sitzt oder irgendwie nur Kleinigkeiten eingeladen werden müssen, ist das natürlich ganz praktisch, wenn man nur das aufmachen kann. Man sieht hier jetzt schon, ich weiß nicht, ob man es aus dem Winkel der Kamera aussieht, wir haben einen Sitz hochgeklappt und einen Sitz flach runtergeklappt. Die Sitze lassen sich hier elektrisch verstellen, auch das schon aus dem X7 bekannt, aber sehr, sehr cooles Feature. Ich schließe hier oben einmal und öffne dann die elektrische Heckklappe, auch das neu beim Land Cruiser. Und dann haben wir hier einen ganz guten Vergleich dazu, wie es ist, wenn ich jetzt die Sitze runtergeklappt habe. Ich habe einen relativ tiefen und breiten Kofferraum, den ich sehr, sehr gut nutzen kann. Das wäre der Kofferraum, wenn ich jetzt nur einen Fünfsitzer habe. Und dann halt hier optional, wenn die beiden anderen Sitze hochgeklappt werden, hätte ich halt hier nur noch so ein kleines Stück. Wie gesagt, Klappbarkeit ist sehr, sehr einfach. Ich nehme hier einfach mal kurz die Abtrennung raus. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite zwei Schalter. Die gleichen Schalter habe ich auch nochmal vorne beim Getränkehalter. Kann dann den hier einfach gedrückt halten. Und wie man sieht, klappt der Sitz von ganz alleine, ohne dass ich irgendwas machen muss, ohne dass ich groß fummeln muss, klappt der Sitz super entspannt ein. Dauert natürlich ein bisschen, aber praktisch und angenehm ist es natürlich trotzdem. Dann kann ich hier die Abdeckung wieder reinlegen oder sonst natürlich auch ganz einrasten. Wir haben hier links und rechts jeweils Cupholder für die letzte Sitzreihe, jeweils zwei USB-C-Anschlüsse, was natürlich auch super ist für die Mitfahrer. Und dann auch nochmal einen Knopf, womit ich dann den Sitz in der zweiten Reihe umklappen kann, sodass ich hinten alleine ohne Hilfe eines anderen auch gut ein- und aussteigen kann. Das erstmal soweit zum Außenkleid des Fahrzeuges. Eine Sache würde ich noch ganz gerne erwähnen, wenn das Auto eine Anhängerkupplung hat. Dieses Auto hat keine. Die weiteren Autos, die wir bekommen werden, haben alle eine abnehmbare Kupplung, original von Toyota. Hat das Auto natürlich wie gewohnt 3,5 Tonnen Anhängelast. Das heißt, ich kann damit eigentlich alles ziehen, was in Deutschland ohne LKW-Führerschein möglich ist. Dann würde ich sagen, springen wir einfach einmal in den Innenraum. Herr Mischer geht einmal auf den Beifahrersitz und wir gucken uns das Ganze in Ruhe nochmal an. So, im Innenraum angekommen, würde ich das Fahrzeug einmal starten. Auch hier der klassische Diesel-Sound, den wir kennen. Er zeigt uns hier jetzt alles Mögliche an, dass wir tanken müssen. Das war uns klar. Und auch das Wischwasser müssten wir mal nachfüllen. Das Auto ist ganz frisch gekommen, man hat es gesehen. 3 Kilometer hat er auf der Uhr. Also das ist wirklich ein absolutes Neufahrzeug. Was wir hier sehen, das ist der Assistent für die Aufmerksamkeit. Sprich, das Auto würde erkennen, wenn ich jetzt zu sehr abgelenkt bin oder müde bin und würde mich dann darauf hinweisen, dass ich mich doch bitte auf die Straße konzentrieren soll.
beziehungsweise eine Pause machen sollen. Wir haben hier alle möglichen Einstellungen, die wir vornehmen können. Wir haben hier verschiedene Settings, die wir uns anschauen können. Ich könnte jetzt hier OK gedrückt halten, um das Ganze dann hier einzustellen. Also wie wir es kennen aus den Premium-Modellen oder auch aus dem VW-Bereich, kann ich mir den Display hier absolut konfigurieren, wie ich das haben möchte, und kann dann hier in den verschiedenen Abteilen, linke Hand, rechte Hand, mittlere Hand halt hin und her springen und kann mir das Ganze so einstellen, wie ich das haben möchte. Dann kann ich das speichern jeweils und dann wird das übernommen. Genau, ansonsten haben wir den Head-Up-Display von meiner Position aus ganz gut sichtbar. Ich nehme die Kamera einmal. Da vorne das kleine rote Kringelchen oder der kleine rote Kreis, das wäre die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und auch da den Display können wir uns natürlich einstellen, wie wir das haben wollen. Ansonsten hier unten habe ich die ganzen Offroad-Schalter. Ich habe hier eine zuschaltbare Stabi-Bar, habe hier einmal die Differentialsperren, mittlere Differentialsperre, hintere Differentialsperre. Habe dann hier meine Fahrmodi, for high, for low für absolutes Offroad, for high ist der normale Allrad. Und hier vorne dann den Crawl-Mode oder den Mountain-Mode. Kann hierüber auch nochmal die ganzen normalen Fahrmodi, also Sport, Eco, Power und so weiter und so fort einstellen. Dafür ist dann auch hier nochmal der Regelbutton. Dann hier der neue Automatikwahlhebel. Auch alles schön mit Leder. Haptik ist wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier unsere Coolbox, auch klassisch Land Cruiser, quasi einen kleinen Kühlschrank, den wir überall mit hinnehmen können. Der ist dann hier vorne darüber ein- und ausstellbar. Wir finden natürlich ein induktives Ladepad. Ist ja mittlerweile Standard in allen Premium-Autos. Und was hier natürlich cool ist, wir haben super viele Anschlüsse. Wir haben USB-C, wir haben USB für Medien, wir haben sogar HDMI. Das heißt, ich könnte hier sogar einen Laptop oder ähnliches anschließen, um dann die Bildschirme jeweils zu nutzen. Hier oben finden wir den Knopf für die 360-Grad-Kamera, die das Fahrzeug hat. Die könnten wir theoretisch zuschalten und die Power-Heat-Taste für den Motor, um den vorzuwärmen. Serienmäßig gibt es keine Standheizung beim Land Cruiser, ist aber natürlich nachrüstbar über die bekannten Hersteller wie zum Beispiel Webasto. Direkt hier drüber finden wir dann die Einstellungsmöglichkeiten für unsere Sitze, Sitzheizung, Sitzlüftung, Lenkradheizung und die jeweiligen Kontrollknöpfe für den Beifahrersitz. Alles andere bekannte Klimaknöpfe, ich kann hier meine Temperatur einstellen, wie ich das haben möchte. Oben jetzt der neue große Display. Sie sehen schon, das Auto hat direkt Apple CarPlay gestartet. Das haben wir einfach mal verbunden, um Ihnen zu zeigen, wie das Ganze so aussehen würde. Der Bildschirm ist wirklich hochauflösend, sehr hell, sehr gut zu erkennen. Der Bildschirm reagiert gut. Ich kann jetzt natürlich hier Apple Maps benutzen, kann aber natürlich auch die fest eingebaute Toyota-Navigation benutzen. Auch die ist schnell, reagiert gut, ist natürlich aktuell auf dem neuesten Stand. Wenn das auch schon in die Jahre kommt, macht es natürlich Sinn, auf Apple Maps oder Google Maps umzusteigen, weil die Karten natürlich immer automatisch aktualisiert werden. Ansonsten kann ich hier noch meine ganzen Offroad-Informationen mir anschauen, mit den ganzen Winkeln und so. Die genauen Neigungswinkel werden wir euch einmal unten in die Infobox mit reinschreiben. Die habe ich jetzt, bitte seht es mir nach, nicht alle im Kopf. Genau, wir können hier das Klima nochmal einstellen, vorne, hinten oder andere Optionen. Da denke ich mal, muss ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wenn da nochmal Fragen sind eurerseits, gerne in die Kommentare schreiben, dann werden wir da nochmal drauf eingehen. Was natürlich cool ist bei dem Auto, einfach die Nutzbarkeit. Das Auto ist für jeden, hat einfach eine hohe Flexibilität. Ich kann hiermit alles Mögliche ziehen, gerade bei den Jagdfreunden oder bei den Waldfreunden oder auch bei den Caravan-Freunden ist das Auto sehr, sehr beliebt. Dann kann ich das Auto für die Familie benutzen, entweder als 5- oder als 7-Sitzer, je nachdem, wen ich alles so mitnehmen möchte. Ich habe super viel Platz. Das Auto ist einfach sehr robust, sehr langlebig. Wir haben bei Toyota eine Garantie, die bis zu 10 Jahre dauern kann, wenn das Fahrzeug immer regelmäßig zum Toyota-Vertragshändler gebracht wird. Also auch das optimal sozusagen für die Haltbarkeit oder für die langjährige Benutzung des Fahrzeuges. Und was das Auto natürlich super beliebt macht, ist einfach die Offroad-Capability.
dass man das Auto wirklich überall mit hinnehmen kann. Wenn man hier mit stecken bleibt, dann gibt es wirklich kein anderes Auto, mehr oder weniger, mit dem man weiterkommt. Das ist so der grobe Überblick zu dem Auto. Wie gesagt, wir bekommen noch weitere Autos rein. Wenn da Fragen sind oder wenn da Interesse da ist, immer gerne sich bei uns melden, per WhatsApp, per Mail oder auch per Telefon. Wir freuen uns auf die Anfragen und freuen uns darauf, Ihnen und euch auch so einen schönen Land Cruiser verkaufen zu können in verschiedenen Farben, verschiedenen Konfigurationen. Ich sage erstmal, ich freue mich darauf, wenn ihr Sie sich bei uns melden und wünsche einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag und sage schon mal Ciao.